Ich begrüße Sie also zu unserer nächsten Runde. Mein Name ist Sönke Neitzel. Ich habe einen Lehrstuhl für Militärgeschichte an der Universität Potsdam. Und dementsprechend soll es in dieser Sektion auch über militärhistorische Sehepunkte auf diesen Krieg in der Sowjetunion von 1941 bis 1945 gehen. Wir haben zwei Teile oder drei Teile eigentlich. Wir haben zunächst einen Vortrag von Herrn Dr. Uhl vom Deutschen Historischen Institut in Moskau, den ich hier nicht weiter vorstellen muss, der uns allen sagen bekannt ist. Und wir haben in einem zweiten Teil eine Diskussion mit Herrn Scheidegger von der ETH Zürich und mit Herrn Stein von der Universität Freiburg über ihre beiden Dissertationsprojekte. Und wir werden zu dritt hier ein wenig über diese Arbeiten diskutieren, sie vorstellen, Verbindungen dieser beiden Arbeiten deutlich machen. Und das Besondere ist dann, dass beide mit den digitalisierten deutschen Beuteakten, den ZAMO-Akten, die vom DHI und dem ZAMO digitalisiert wurden, arbeiten und wir einen Einblick bekommen in die aktuellen Forschungen und wie weit uns das weiterbringt. Herr Tschubajan hat ja schon gesagt, wir werden auch mit neuen Dokumenten die Geschichte nicht neu schreiben. Das erinnert einen ja in Deutschland immer so ein bisschen an die Hitler-Tagebücher und den berühmten Satz, dass weite Teile der deutschen Geschichte neu geschrieben werden müssen. Nein, das müssen wir natürlich nicht, aber diese Akten geben, glaube ich, dann schon einzelne Aspekte, die in der Tat neu sind. Darüber wollen wir hier auf dem Podium reden und dann öffnen wir es für Fragen aus dem Publikum, für Fragen aus Moskau und für Fragen aus Lüneburg. Also, wir können sicherlich feststellen, es ist zum deutsch-sowjetischen Krieg viel geforscht worden, er ist aus vielen Sehepunkten betrachtet worden und wir wollen so ein bisschen mit dieser Sektion einen Einblick in aktuelle Forschung geben, aber auch dann fragen, was bleibt eigentlich zu tun. So, wir kommen zum ersten Speaker, zu Herrn Uhl, der eine ganz zentrale Rolle gespielt hat bei der Digitalisierung der Akten, der deutschen Beuteakten. Und lieber Herr Uhl, ich würde Sie bitten, uns kurz vorzustellen, dieses Projekt, die Genese dieses Projekts und dann vielleicht auch ein, zwei Gedanken sicherlich von Ihnen, wo Sie den besonderen Wert dieser Akten sehen. Bitte schön, Herr Uhl. Also nochmal herzliche Grüße aus der russischen Provinz nach Moskau, nach Lüneburg und überall noch weiter, wo die Zuhörer oder auch jetzt ja Zuschauer sitzen. Am Anfang meines Projektes meines Vortrages möchte ich nur ganz kurz die Entstehungsgeschichte beschreiben. Offiziell gesagt fing dieses ganze Unternehmen mit der Unterzeichnung eines Memorandums of Understanding zwischen der Max-Weber-Stiftung in Bonn und dem Föderalen Archivdienst der Russischen Föderation im April 2012 in Moskau, im Festsaal des damaligen Ergani noch an der Ulica Linka unter den Augen von Marx und Engels. Und da wurde im Prinzip bekräftigt, beide Partner die Absicht, in Russland befindliche deutsche Dokumente zu digitalisieren und damit der Forschung zugänglich zu machen. Das war ein sehr schöner Rahmen, eine sehr schöne Unterzeichnung. Das Ganze hatte nur einen Haken. Im Prinzip gehört das ZAMO nämlich überhaupt nicht zum föderalen Archivdienst der Russischen Föderation, sondern untersteht dem Verteidigungsministerium der Russischen Föderation. Und der föderale Archivdienst hat leider keine Instrumente, um irgendwie auf das Verteidigungsministerium da tatsächlich einwirken zu können. Deshalb bedurfte es sozusagen weiterer Flankierung oder sozusagen eines entsprechenden Daches, auf Russisch heißt es Krische. Und dieses sozusagen Dach haben wir in der damaligen Präsidentenadministration gefunden. Die trat dann an das Verteidigungsministerium heran, machte nochmal die sozusagen Wichtigkeit des Projektes deutlich. Und dann gab es eine ganze Reihe von sozusagen Verhandlungen. Wir hatten dann einmal schon unseren Vertragspartner in Berlin, da standen wir kurz vor Unterschriftsleistung. Dann kam aber irgendwas dazwischen, dann musste das Ganze wieder vertagt werden. Und am Schluss brauchte es dann irgendwie eine Autofahrt unseres Verbindungsmannes mit dem Präsidenten vom Flughafen zum Kreml, wo er nochmal das Projekt dann erläutert hat und wo dann offensichtlich dann auch das endgültige Okay kam. Zudem musste auch noch der Verteidigungsminister ausgewechselt werden. An die Stelle von Herrn Sertjukow trat dann Herr Shoigu, der das ganze Projekt dann zusammen mit Herrn Sergei Naryschkin, damals Leiter der Präsidentenadministration und Leiter der Russischen Historischen Gesellschaft, inzwischen Chef des Auslandsnachrichtendienstes,
die haben dann einen gemeinsamen Brief aufgesetzt und der konnte dann zügig sozusagen dafür sorgen, dass wir ab Ende 2012 auch dann tatsächlich vom Generalstab die Erlaubnis bekamen, im Archiv des Verteidigungsministeriums in Moskau zu arbeiten. Dort mussten dann erstmal die entsprechenden auch Voraussetzungen geschaffen werden, um eine Digitalisierung überhaupt zu ermöglichen. Es wurden also entsprechende technische Mittel bereitgestellt, zusammen mit dem ZAMO, der sich also der Partner, der sehr, sehr, sehr kooperativ und sehr, sehr zuverlässig erwiesen hat, wurden gemeinsame Arbeitsverfahren entwickelt, wie man das Ganze am besten umsetzen kann. Und zunächst hatten wir ein Pilotprojekt, bei denen rund 500 Akten zum Ersten Weltkrieg digitalisiert wurden, die dann auch im August 2014 online geschaltet wurden. Das große Motiv sind natürlich quasi Unterlagen der Wehrmacht. Die befinden sich im Bestand 500 des Archivs des Verteidigungsministeriums und das sind ca. 28.000 Akten, die in insgesamt 50 Findbücher gegliedert sind. Jetzt möchte ich ein bisschen was zum Ursprung dieser Akten sagen. Wie kamen diese Unterlagen nach Moskau? Der wohl geringste Teil scheint tatsächlich von der Roten Armee im Zuge von Kampfhandlungen erbeutet worden zu sein. Also man findet manchmal in den Akten, da gibt es irgendwie, oder auf Karten gibt es dann einen handschriftlichen Vermerk von dem und dem Truppenteil an dem und dem Datum bei den Deutschen erbeutet. Das trifft aber maximal auf 2-3% der Unterlagen zu. Ein weiterer Teil der Akten scheint aus dem aus Quellen des US-Nachrichtendienstes zu stammen. Jetzt hoffe ich mal, dass ich Ihnen das hier zeigen kann. Und zwar, wenn wir beispielsweise uns bei der Luftwaffe umschauen, dann sehen wir auf einer Akte zu einer Übersichtsstellung der deutschen zu sowjetischen Flugplätzen in der Sowjetunion einen englischen Stempel, aus dem hervorgeht, dass diese Unterlagen vom OSS stammen, also vom US-Militärgeheimdienst. Unklar ist, wie diese Akten nach Moskau gelangt sind, auf jeden Fall in Kopie, ob sie im Zuge der sozusagen Kooperation während der Anti-Hitler-Koalition zwischen den alliierten Geheimdiensten übergeben wurden, oder ob sie im Prinzip ein sowjetischer Agent im Gegensatz zum Barbarossa-Plan tatsächlich im Original besorgt hat. Das steht noch außer Frage. Auf jeden Fall ist ein Teil der Akten aus dieser Quelle. Der größte Teil der Unterlagen stammt allerdings, wie wir jetzt wissen, aus dem Heeresarchiv in Potsdam beziehungsweise aus der entsprechenden Zweigstelle in Danzig. In Potsdam wurde das Archiv ja zu Ende des Krieges schwer von alliierten Bomben getroffen und man glaubt also, ein Großteil der Unterlagen sei bei diesem Angriff verloren gegangen. Es ist jedoch so, dass Soldaten der Roten Armee dann in den ersten Monaten nach Kriegsende diese Akten ausgegraben haben und diese dann zunächst nach Moskau geschafft wurden. Dort gingen sie dann zunächst an das Sonderarchiv des Innenministeriums. Das war im Prinzip ein Archiv, das extra geschaffen wurde, um zentral in Moskau Unterlagen, die die sowjetischen Truppen während des Krieges erbeutet haben, dort zu lagern. In den 50er bzw. 60er Jahren, wir wissen es leider nicht so genau, weil die entsprechenden Überlieferungen sowohl in Moskau als auch in Podolsk, wo sich das Archiv des Verteidigungsministeriums befindet, fehlt, ist dann ein Großteil von Unterlagen der Wehrmacht aus dem Sonderarchiv an das Verteidigungsministerium abgegeben worden. Warum das geschehen ist, können wir leider nicht sagen. Fest steht auf jeden Fall, dass teilweise sogar entsprechende Bestände auseinandergerissen wurden. Also wir finden sowohl im Sonderarchiv Akten der Wehrmacht, aber auch in Podolsk entsprechende Bestände. Da lagerten die Akten dann im Prinzip fast 50 Jahre, ohne dass sie groß zur Kenntnis genommen wurden. Es gab immer wieder Versuche deutscher Historiker, mit einem Teil der Akten zu arbeiten.
Herr Friese hatte beispielsweise das Glück, für sein Band zur Schlacht bei Kursk erstmals auch auf diese Unterlagen zum Teil zugreifen zu können. Aber das waren immer nur ganz kleine, ausgewählte, sagen wir mal, Lichtblicke, die ja Vermutung recht gaben. Es liegen dort immer noch zahlreiche Unterlagen der Wehrmacht. Wir wussten das auch am DAI und haben uns deshalb quasi entschlossen, seit 2012 mit der Digitalisierung dieser Unterlagen zu beginnen. Warum Digitalisierung? Weil wir natürlich nicht diese große Rechtefrage anschneiden wollten. Wem gehören die Akten? Dürfen die nach Deutschland? Sollen die erstmal hier bleiben? Unsere zusammen mit den russischen Partnern wichtigste Überlegung war, diese Unterlagen müssen endlich der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden. Und deshalb müssen wir sie digitalisieren und uneingeschränkt ins Internet stellen. Hierbei hat uns dann auch unsere soziale Mütterstiftung, die Max-Weber-Stiftung, einen entsprechenden Batzen Geld in die Hand genommen, um das auch zu verwirklichen, dieses Projekt. Man darf ja nicht vergessen, wir sind ja eher nur ein sehr kleines Institut, was auch noch zahlreiche andere Projekte bearbeitet. Und trotzdem haben wir also einen großen Teil unserer Manpower und auch Ressourcen in dieses Projekt gesteckt, weil wir halt davon überzeugt sind, dass es wichtig ist, diese Unterlagen mehr als 75 Jahre nach Kriegsende der Forschung und auch der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Akten selber sind im Prinzip wie im Archiv auf der Seite dargestellt. Das hat natürlich quasi den Vorteil, dass man sie zitieren kann. Dabei folgt im Prinzip die sozusagen Gliederung im Archiv, die richtet sich, so hat sich das ZAMO das damals überlegt, streng nach der Hierarchie in der Wehrmacht. Das beginnt also mit dem Oberkommando der Wehrmacht, dann folgen die Oberkommandos der einzelnen Teilstreitkräfte, also des Heeres, der Luftwaffe, der Kriegsmarine. Dann finden wir die Unterlagen zahlreicher Heeresgruppen. Und dann geht es von den Heeresgruppen weiter über die Armeeebene, die Korpsebene, die Divisionsebene, die Regimenter, Abteilungen, Bataillone bis hinunter zu den Kompanien. Und wir finden natürlich auch noch verschiedene andere Sachen, also Bestände beispielsweise. Gibt es ein extra Findbuch für die Bestände von SS, Waffen-SS und Polizei. Das Amt Auslandabwehr im UKW wurde als so wichtig erachtet von der russischen Seite, dass man auch hier entsprechend ein extra Findbuch anlegte. Für unser heutiges Projekt, würde ich sagen, sind vor allen Dingen die Unterlagen der Heeresgruppe Mitte von hohem Interesse. Hier befinden sich rund, jetzt muss ich mal nachschauen, dass ich Ihnen da nichts Falsches sage. Hier befinden sich rund 850 Akten aus dem Zeitraum 1920 bis 1945. Und die jeweiligen Findbücher sind also chronologisch gegliedert. Es gibt da keine thematische Unterteilung, sondern man hat sich dafür entschieden, die Akten in ihrer chronologischen Reihenfolge aufzunehmen. Das beginnt also mit den ersten Einsätzen der Heeresgruppe W im Westfeldzug, kommt dann aber sehr schnell sozusagen auf die Operation Barbarossa, also die Vorbereitung des Angriffs auf die Sowjetunion. Wir haben dann, was vor allen Dingen für die Forschung von großem Interesse ist, umfangreiche Unterlagen des 1C-Apparates. Also das ist im Prinzip der Apparat, der sowohl für die Aufklärung der Streitkräfte der Roten Armee verantwortlich ist, aber der auch beispielsweise sozusagen Informationen darüber sammelt, wie viele Kommissare man entsprechend nach dem Kommissarbefehl erschossen hat, der im Prinzip auch weiß, was hinter der Front, was vor der Front passiert, und diese Akten umwehte sozusagen eine gewisse Aura, und jetzt endlich können diese Akten, die in sehr detaillierter militärischer Form das Geschehen an der Front wiedergeben, genutzt werden. Weiterhin haben wir in diesem Bestand umfangreiche Unterlagen mit Weisungen zum Kampf gegen
Partisanen und zum Umgang mit der Zivilbevölkerung in den entsetzten Gebieten. Man sieht sehr früh, also dass das Partisanenproblem im Prinzip sofort mit Beginn der Kampfhandlungen einsetzt. Man merkt auch sofort mit einer massiven Gewalt man gegen die Partisanen und auch gegen die Zivilbevölkerung vorgeht. Wir haben zahlreiche Instruktionen zum Umgang mit sowjetischen Kriegsgefangenen, Beschreibungen ihrer wirklich schrecklichen Lebensbedingungen, und man merkt wirklich sozusagen, dass die gar nicht als Menschen gesehen wurden, sondern das ist sozusagen Verschiebungs- und unnötige Masse, die am schnellsten irgendwie weg muss. Hinzu kommen dann noch zahlreiche Unterlagen militärischen Charakters. Mit zunehmender Kriegsdauer sehen wir dann, dass also die Personalnot in der Wehrmacht gerade an der Ostfront so überhand nimmt, dass man also zur Aufstellung, zum Einsatz von sogenannten freiwilligen Einheiten kommt. Das sind also Einheiten, die sich aus sowjetischen Kriegsgefangenen zusammensetzen, die also für Hilfsdienste bei der Wehrmacht herangezogen werden. Und wir haben dann auch teilweise Unterlagen zum Umgang mit der jüdischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten, also sprich zu ihrer massenhaften Erschießung. Von Interesse ist natürlich auch, dass ein Großteil der Akten halt nicht nur im Jahr 1942 endet. Wir haben ja das Problem bei der sozusagen doch intensiven Erforschung der Kämpfe an der deutsch-sowjetischen Front, dass wir im Prinzip mit der Schlacht bei Stalingrad aufhören. Dann ist irgendwie Ende, dann kann man jetzt auf deutscher Seite sagen, ja, die Siege sind vorbei, jetzt geht es im Prinzip nur noch um die Niederlagen und das interessiert niemanden mehr. Wahrscheinlich war eher das Problem, dass natürlich auch die Aktendichte massiv abnimmt. Jetzt haben wir aber entsprechende Unterlagen, die uns auch für die wirklich wichtige Periode der Jahre 43, 44, 45 zur Verfügung stehen. Und jetzt können wir endlich, wie jetzt auch die beiden beiden sozusagen Mitdiskutanten anzeigen, können neue Themen anschneiden, mithilfe dieser Akten im ZAMO, die uns helfen, neue Überlegungen zur Wehrmacht, zum Einsatz der deutschen Soldaten an der Ostfront zu machen. Abschließend möchte ich noch auf ein ähnliches Projekt verweisen, das sich auch sozusagen auf der russischen Seite im Moment in großem Maßstab Dokumente ins Internet stellt, gerade von kämpfenden Einheiten. Das ist das Projekt Pamyat Naroda. Das hat natürlich extrem mehr Unterlagen als wir, ist in russischer Sprache gehalten. Und hier kann man sozusagen auch unwahrscheinlich viele Unterlagen einzelner sowjetische Einheiten der Roten Armee aufsuchen, Karten, Kriegstagebücher, Befehle. Und das macht es uns möglich, weil wir als Ausländer leider nicht in das ZAMO kommen. Dafür braucht es eine entsprechende Genehmigung des Generalstabes. Es ist ein sehr sozusagen schwieriger und zeitraubender Prozess, der oft mit Enttäuschung endet, weil man dann doch keine Erlaubnis bekommt, im ZAMO zu arbeiten. Das muss man jetzt halt nicht mehr vorschicken. Jetzt kann man einfach, wenn man der russischen Sprache mächtig ist, ins Internet gehen, da wirklich umfassend auch die Gegenseite recherchieren. Und das ermöglicht es uns heute, auch völlig neue Projekte anzudenken, nämlich zu vergleichen, wie verhalten sich die Einheiten der Roten Armee, wie schätzen die ihr Gegenüber ein, wie schätzen die Deutschen ihr Gegenüber ein, und damit gewinnen wir also völlig neue tiefen Sichten auf das Geschehen an der deutsch-sowjetischen Front, und wir können heute auch viel, viel mehr sagen, wie die Soldaten auch in ihrem täglichen Dienst in diese Gewaltauseinandersetzung eingebunden sind, und dass diese Gewalt, vor allem gegen die Zivilbevölkerung und gegen die Partisanen, im Prinzip eine wirkliche gegenwärtige Erscheinung an der Ostfront ist. Das sind nicht irgendwie einzelne Soldaten, sondern ein großer Teil der Wehrmacht ist in diesen Unterdrückungs- und Vernichtungsapparat integriert und übt diese Gewalt tagtäglich aus. Ich hoffe, jetzt habe ich sozusagen Ihnen ein bisschen Hunger auf unsere Webseite gemacht. Sie finden sie unter der Login Germ Docs in Russia.
Wir streben natürlich an, das noch auszubauen. Im Moment zeichnet sich ab, dass wir einen Großteil der Dokumente im TAMO bereits digitalisiert haben. Wir wollen auch sozusagen in Zusammenarbeit mit dem Bundesarchiv möglichst alle deutschen Dokumente dort digitalisieren, weil die politische Lage ist nicht immer einfach. Das ist natürlich mit entsprechenden manchmal Schwierigkeiten beim Zugang verbunden. Und wir wollen sicher sein, dass wir möglichst alle Dokumente, die sich in Padeutz befinden, digitalisiert haben. Die kommen auch alle ins Internet. Es gibt also keine Akten, die quasi für uns verheimlicht wurden. Jede Akte haben wir zum Großteil persönlich nochmal in die Hand genommen, haben sie für den deutschen Nutzer nochmal entsprechend gesichtet, mit einem entsprechenden Aktentitel versehen, um auch den Ansprüchen an die Forschung zu genügen. Unser nächster Plan ist dann auch im russischen staatlichen Militärarchiv, also das Archiv, in das Sonderarchiv dann übergegangen ist, dort zunächst wichtigste Aktenbestände zu digitalisieren. Und in naher Zukunft wollen wir dann auch in die russische Provinz uns ausweiten. Wir haben beispielsweise eine ganze Reihe von Unterlagen in Taganrog gefunden zur dortigen Militärverwaltung. Unser Ziel ist es auch, sozusagen in Archiven außerhalb von Moskau dann diese Akten zu digitalisieren und ihnen auf unserer Webseite zur Verfügung zu stellen und damit auch völlig neue Forschungen anzuregen und zu ermöglichen. Lieber Herr Uhl, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in dieses doch wirklich sehr spannende Projekt. Und das ist wirklich für jemanden, der sich mit Militär beschäftigt, wie ich, ein Herzenswunsch gewesen. Wir wussten alle, dass da was liegt. Wir bekamen die Nachrichten von den Mitarbeitern des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes, die mal 800 Kopien mitbrachten. Aber was da wirklich lag, wussten wir eigentlich nicht. Und das ist auch nochmal Lob an Frau Dahlke vom DHI Moskau, wirklich eine ganz tolle Sache, weil auch gerade in der Zeit von Corona, wenn man nicht in das wichtigste Archiv, in das wir gehen, als Militärhistoriker in Deutschland ist ja das Militärarchiv in Freiburg, aber da ist der Zugang jetzt ja auch durch Covid schwer und da muss man sich einfach nur viel Chips und Cola an seinen Computer setzen und kann das durchklicken. Also ich habe viele Nächte vom Computer verbracht und habe auch selber mit den Akten gearbeitet. Lieber Herr Uhl, ich habe eine Frage, dann kommen wir hier zu unseren beiden Diskutanten, die mal wirklich an konkreten Projekten belegen, was man damit machen kann. Sie erwähnten, dass Sie nimmer müde weiter digitalisieren. Sie haben das Beispiel von Taganrog gebracht, aber was würden Sie dann noch erwarten im Sonderarchiv? Also man ist ja immer so gespannt, was da noch dazukommt. Ja, also im Sonderarchiv ist ja eher das Problem, dass wir da genau wissen, was liegt. Also da geht es in erster Linie, wird es darum gehen, das müssen wir nochmal also mit unserem wissenschaftlichen Beirat, den wir für diese Aufgabe gebildet haben, als auch nochmal mit dem Bundesarchiv anstimmen. Auf der einen Seite ist es natürlich wünschenswert, die gesamten militärischen Bestände zusammenzuführen. Also beispielsweise befinden sich im Sonderarchiv noch Unterlagen der 6. Armee, des Oberkommandos der Wehrmacht, dass man diese Unterlagen dann zusammenführt. Und dann haben wir natürlich ganz zentrale Bestände wie das Reichssicherheitshauptamt, die Waffen-SS, die Bauleitung der Waffen-SS in Auschwitz, also das Reichswirtschaftsministerium. Also hier sind große Bestände, die wir wahrscheinlich gar nicht in Vollständigkeit digitalisieren können über einen absehbaren Zeitraum. Aber hier wollen wir wirklich wichtige Bestände, die von der Forschung immer wieder nachgefragt werden, digitalisieren, um sie dann auch in diesem Wege zugänglich zu machen, um halt nicht immer nach Moskau fahren zu können, um dort arbeiten zu können. Also wir müssen weiter immer wieder auf Ihre Website klicken, um zu sehen, wie bei Weihnachten, ob es was Neues gibt. Wunderbar, Herr Uhl, ganz herzlichen Dank dafür. Wir kommen jetzt zu zwei Doktoranden, die an ganz konkreten Projekten arbeiten. An diesen Beispielen können wir mal deutlich machen, welche neue Perspektiven sich eröffnen. Ich möchte zunächst ins Gespräch kommen mit Michel Scheidecker, der an der ETH Zürich sitzt, bei mir an der Uni Potsdam promoviert. Das ist eine Kooperation dieser beiden Institutionen, also der Militärakademie Zürich an der ETH Zürich, um das genau zu sehen. Und Herr Scheidecker beschäftigt sich mit einer deutschen Infanteriedivision, der 35. Infanteriedivision, von der wir in Absprache mit Herrn Uhl dann
ist der umfangreichste Aktenbestand, den es über eine deutsche Infanteriedivision gibt, von 1940, glaube ich, bis Aufstellung bis 1945, in der Ergänzung der Freiburger Akten und der ZAMO-Akten. Lieber Herr Scheidegger, vielleicht bevor wir auf die ZAMO-Sachen kommen, sagen Sie kurz, warum die 35. Infanteriedivision, warum macht man das, was sind so die Leitfragen Ihres Projekts? Ein wichtiger Punkt haben Sie ja bereits angesprochen, und das ist halt die Aktenüberlieferung. Aber vielleicht grundsätzlich, um was geht es in meinem Projekt? Ich untersuche eigentlich den Charakter der deutschen Kriegsführung anhand einer Infanteriedivision. Das ist also quasi eine Fallstudie. Und zwar untersuche ich das auf zweierlei Ebenen. Das eine ist eigentlich das taktische, handwerkliche. Also ich mache quasi Taktikgeschichte, wie verändert sich das, und dann das immer auch im Hinblick auf die Frage nach der militärischen Leistungsfähigkeit. Die Idee dahinter ist auch so ein bisschen dieser Mythos der Wehrmacht als quasi einer sehr leistungsstarken militärischen Organisation einmal kritisch zu hinterfragen, der ja irgendwie immer noch so im Raum steht, weil dem nie wirklich widersprochen wurde, weil man sich sehr ungern wirklich mit Taktik und Operationsgeschichte beschäftigt. Und diesen Mythos kann man letztendlich nur widerlegen, wenn man halt auch Taktik und Operationsgeschichte macht. Dann die zweite Ebene, und ohne die geht es halt nicht, und auf die kommt man auch immer wieder zurück, wenn man sich mit Wehrmachtsakten beschäftigt, und das ist die Gewalt und die Verbrechen. Ja. Ich untersuche also auch die Bedeutung der Gewalt in der Kriegsführung dieser Division. So viel erstmal dazu. Jetzt, wollen wir gleich jetzt sagen, Ihre Punkte einsteigen? Es gibt auch sagen, ein Vorbildprojekt aus dem Ersten Weltkrieg. Wir haben ja beim Zentrum für Militärgeschichte eine Studie über die 11. Bayerische Infanteriedivision. Das war auch von den Akten, die im Bayerischen Militärarchiv überliefert waren, aus dem Ersten Weltkrieg. Eine ganz interessante Studie, und sowas gab es für den Zweiten Weltkrieg nie. Und jetzt durch die ZAMO-Akten und Herrn Scheidegger können wir mal diesen Mikrokosmos einer Division betrachten. Und Sie haben ja mir drei Bereiche zugerufen, und da würde ich Sie dann fragen, inwieweit auch die ZAMO-Akten neue Perspektiven ermöglichen, jetzt vielleicht nicht die Geschichte neu zu schreiben, aber doch neue Einblicke. Nämlich Sie haben Sie schon angedeutet mit dem Begriff des militärischen Lernens. Also wie professionell ist eine solche Armee und ist sie eine lernende Institution? Das ist auch eine Sache, die gerade im englischsprachigen Raum immer wieder diskutiert wird. Wie adaptieren sich militärische Organisationen auf diese Herausforderungen? Der zweite Punkt, den Sie haben, ist der Gewalt gegen die eigene Truppe. Und der dritte, den Sie konkret analysieren, ist die Zwangsarbeit im eigenen Divisionsbereich. Und das ist ja auch ein interessanter Aspekt, denn wir haben ja immer so ein bisschen, also die Verbrechen waren im Hinterland und an der Front wurde nur gekämpft. Und die Fronttruppen, also die Hauptkampflinie auch als Besatzungstruppe, die oft ja Heeresgruppe Mitte, Heeresgruppe Nord, jahrelang mit der dortigen Bevölkerung zusammenlebten, ist ja nicht so stark, auch in den ganzen Studien, die wir haben, nicht so stark behandelt worden. Also Jürgen Kilian, Deutsche Besatzungspolitik, Heeresgruppe Nord, hat das rausgelassen. Das Buch war schon 700 Seiten dick oder so. Das schaffe ich nicht mehr. Aber das ist ein wichtiger Aspekt. Also gehen wir es mal kurz durch. Wenn wir so mit an den Bereich militärisches Lernen denken, was geben Ihnen da die ZAMO-Akten? Da möchte ich einmal ganz kurz ausholen. Und zwar, wenn wir die Akten vom Militärarchiv in Freiburg uns anschauen, dann etwas, was da sehr auffällig ist, ist, dass die Wehrmacht oder beziehungsweise die Division, mit der ich mich beschäftige, die kann eigentlich die materiellen und personellen Verluste, die sie in der Winterkrise 1941 erleidet, kann die in den darauffolgenden Jahren dadurch ausgleichen, dass sie quasi taktisch adaptiert, also die lernen dazu. Und das passiert jetzt nicht einfach so, sage ich, es ist kein Zufall, dass das passiert, sondern diese Lernfähigkeit ist gewissermaßen in der deutschen Militärkultur angelegt, so meine These. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass das Offiziers- und auch das Unteroffizierskorps zum eigenständigen, zum selbstständigen Denken eigentlich erzogen wird.
was dann wiederum mit dem Konzept der Auftragstaktik zusammenhängt. Ja, man kann nur Auftragstaktik machen, wenn man auch Unterführer hat und vielleicht einen Kompaniechef, der auch selber militärisch denken kann. Danach ist es entgegen dem Stereotyp der Wehrmacht halt so, dass es innerhalb dieser militärischen Institution einen sehr offenen Kommunikationsaustausch gibt zwischen Vorgesetzten und Untergebenen. Da gibt es verschiedene Gefäße wie Erfahrungsberichte, Gefechtsberichte, aber auch Kommandeursbesprechungen, die immer wieder stattfinden, wo sich die Leute schriftlich und mündlich miteinander austauschen. Es wird auch in den Kampfeinheiten auch inoffiziell immer der Austausch gepflegt, sei es in irgendwelchen Kompanieabenden etc. Das heißt, man hat hier also relativ gute Anlagen, dass militärisch an der Front gelernt werden kann. Und jetzt ist es, wenn man die ZAMO-Akten betrachtet, dann ist es auffällig, dass eigentlich dieses taktische Adaptieren, das geht verloren 1944. Ich würde da sagen, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass eine solche Lernkultur, die kann nur eben funktionieren, wenn die Offiziere auf der unteren Ebene, aber sagen wir Bataillonskommandeure und Kompaniechefs auch aufgrund ihrer militärischen Ausbildung dazu in der Lage sind, an so einem Lernprozess zu partizipieren, dass sie also quasi Taktiken weiterentwickeln können, gewisse Sachen adaptieren können. Warum geht das verloren? Es ist so, wenn wir uns das Jahr 1944 anschauen, meine Infanteriedivision, die steht da etwas südlich von Bobruisk, 9., also 9. Armee, und die ist gerade damit beschäftigt, im Frühjahr eine russische Großoffensive, eine sowjetische Großoffensive abzuwehren. Und hat dabei extrem viele Verluste, aber die Verluste sind noch relativ klein verglichen mit den sowjetischen Verlusten. Und da erlebt man eigentlich immer wieder das, was man eigentlich die taktische Überlegenheit noch nennen könnte der Deutschen, nämlich sie können sowjetische Angriffe von 8- bis 10-facher Überlegenheit, können die abwehren. Nun, wir wissen das, die Deutschen Divisionen, die bekommen da aber nie mehr Ruhe und können sich quasi nie mehr von diesen Verlusten erholen, während die Sowjets halt noch einen viel größeren Menschenpool haben, und so blutet dann diese Division stückweise aus. Es gehen auch viele erfahrene Offiziere, viele erfahrene Soldaten gehen dabei verloren. Dann ein weiterer Punkt, den man sieht, 1944 ist, dass die Divisionen, halt die Infanteriedivisionen, das sind Stellungsdivisionen. Und die Deutschen haben inzwischen so wenig Infanteriedivisionen im Osten, dass sie es sich nicht leisten können, wie beispielsweise im Ersten Weltkrieg, dass eine Division einmal aus der Front gezogen wird, im Hintergrund sich auffrischen kann, Ausbildung machen kann, den Ersatz eingliedern kann. Das ist nicht mehr möglich, und das ist ein großes Problem. Das führt nämlich dazu, dass derjenige Ersatz, der nachkommt, es kommen ja durchaus auch noch Leute wieder in die Division zurück, dass diese Leute sofort an die Front geworfen werden müssen. Das heißt, man hat auch hier nicht mehr die Möglichkeit, die in einer Ausbildung, frontnahen Ausbildung hinter der Front, auf quasi den Stand of the Art der Kriegsführung an der Ostfront, die darauf zu briefen, dieses Knowledge weiterzugeben. Inwiefern sind jetzt die ZAMO-Akten für diesen Verlust an Lernfähigkeit entscheidend? Ich habe hier auch eine Beispielakte mitgebracht. Vielleicht können wir die kurz einspielen, wo man das vielleicht einmal sehen kann. Ja, das ist sogar die richtige Akte. Jetzt, ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Er ist nicht wirklich lesbar. Okay, ich erkläre, um was es hier geht. Das Dokument stammt aus dem 24. Juli 1944, also nach der Operation Bagration, Zusammenbruch Heeresgruppe Mitte. 35. Infanteriedivision ist, wie gesagt, Teil der 9. Armee, und der Heeresgruppe Mitte schafft es aber, aus dieser Einkesselung auszubrechen, flüchtet durch die Pripyat-Sümpfe zurück.
dann heißt es, die Division wird aufgefrischt. Das kann aber dann nicht passieren. Die Division muss immer wieder Feuerwehreinsätze übernehmen, wird wieder an die Front gesteckt. Die Auffrischung muss also als Stellungsdivision durchgeführt werden. Und das ist, dieses Dokument stammt aus einem der ersten, quasi nach einem der ersten Gefechte, wo die Division also wieder auf sowjetische Truppen stößt. Da wird dieser neue Ersatz, der zugeführt wurde für die Auffrischung, der steckt also bereits schon in den Infanterieregimenten drin. Und was der Divisionskommandeur Johann Georg Richert hier beklagt, ist, dass dieser neue Ersatz sofort, wenn die sowjetischen Angriffe gestartet werden, flüchtet. Also die kämpfen nicht, ja, sondern die flüchten nach rückwärts. Und er sagt hier, dass der Ersatz derart mangelhaft ausgebildet ist und moralisch derart schlecht ist, dass, wenn es so weitergeht, die Division in ernsthafte Probleme kommt und auch der ganze Frontabschnitt. Was ein bisschen weiter unten, dort wo ihr eigentlich den zweiten roten Strich seht, was dort dann noch steht, seine Gegenmaßnahme dagegen ist, dass er sagt, die Offiziere müssen halt von ihrer Dienstwaffe Gebrauch machen und so eigentlich die Moral wiederherstellen. Also die Gewalt gegen die eigenen Leute ist hier wunderbar an dem Dokument abzusehen. Genau, ja. Also im ersten Teil des Dokuments sieht man halt eben, wie dieser Ersatz halt einfach nicht mehr über das Know-how verfügt und es halt nicht mehr die Möglichkeit gibt, dieses militärische Knowledge weiterzugeben. Also, gab es denn eine solche Gewalt gegen die eigenen Leute? Jetzt Rückzüge, militärische Krisen, schreibt hier, die müssen die Leute dann letztlich niederschießen. Gab es das auch 41, 42? Es gibt ja andere Krisen auch der Wehrmacht. Nein. Willst du erst? Du kannst. Ja, also vielleicht kann ich da, was die Rückzüge angeht und dieses militärische Lernen und aber auch die Gewalt gegen die eigene Truppe, ein, zwei Dinge zur Einordnung sagen. Und zwar glaube ich, dass Michel es total stimmt, dass diese Entwicklungen im Sommer 1944 kulminieren. Aber ich würde sagen, dass es diese Entwicklungen doch auch vorher gibt. Also Beispiel, zum Beispiel der Rückzug der Heeresgruppe A aus dem Kaukasus. Da schreibt der kommandierende General des 42. Armeekorps, Eugen Ott, dass es eben seinen Verbänden an erfahrenen Offizieren fehlt, dass der Großteil dieser Offiziere der schweren Führungsaufgabe eines Rückzugs nicht mehr gewachsen ist. Beim gleichen Rückzug kommt es dann in Krasnodar eben auch zu, wie die Offiziere das formulieren, zu Panikerscheinungen, zu Auflösungserscheinungen, und es werden fliegende Standgerichte schon eingesetzt. Es wird Jahr 42? Anfang 43, also während dieses Rückzugs aus dem Kaukasus. Was ich nur sagen will, man könnte da jetzt noch andere Beispiele anführen, diese Entwicklungen werden häufiger und werden quasi in ihrer Schärfe schwerer im Sommer 44, aber es gibt sie auch schon vorher. Vielleicht muss man dazu sagen, das hat Herr Scheidecker auch erwähnt, ich kann das nur aus meinen Forschungen bestätigen, das populäre Bild, was lange in der Bundesrepublik war, also auch Verbrechen, das hatte sich dann durchgesetzt, 70er, 80er Jahre in der Forschung, zumindest 90er Jahre, aber es gibt so ein populäres Bild, naja, die Wehrmacht sei unglaublich professionell gewesen. Criminal but efficient, könnte man das auf Englisch sagen. Und gerade an diesen Beispielen, ich würde die These wagen, dass dieses Efficient, die Effizienz, die militärische Effizienz der Wehrmacht sehr stark von Büchern wie Paul Carrel geprägt worden ist. Und weil wir eben keine Forschung haben, die sich mit diesen Taktiken, auch mit solchen Akten liest, tausende von Akten, und sich diesem militärischen Duktus auch stellt, konnten diese Narrative, die von Generälen, populärer Literatur, aber auch von Ehemaligen, die für die amerikanische Historical Division geschrieben haben, die nicht notwendigerweise völlig falsch sind, aber die natürlich ein beschöntes Bild zeigen, sich ganz lange erhalten. Und vor allen Dingen haben sie sich auch in der Bundeswehr erhalten. Das ist, sagen wir mal, eine These, nicht? Also die Vorstellung noch lange im Kalten Krieg, wie die Bundeswehr eigentlich gegen den Warschau-Pakt Krieg führt, wenn es zu einem konventionellen Krieg käme, wäre meine These, ist ganz stark von diesem Narrativ geprägt. Naja,
naja, da war schon verbrecherisch der Krieg, aber eigentlich sind wir ja die besseren Soldaten. Und wenn man jetzt das sich mal anschaut, dann stellt man eben fest, wie Herr Stein sagt, dass schon relativ früh in den Akten Bilder kommen, die gar nicht in dieses Narrativ passen. Also selbst mal Sommer 44 kann man es ja noch so halbwegs verstehen, einer Entwicklung, aber sicherlich nicht beim Rückzug aus dem Kaukasus, der dann als großer Erfolg verkauft wird. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Leistung, dass man diese Institution versteht, in all ihrer Widersprüchlichkeit, denn die Wehrmacht ist eine aus dem Nichts aufgeblasene Institution, die von 1933 100.000 Mann, 1939 2,8 Millionen und 1943 10 Millionen aufgeblasen wurde. Also jeder Organisationssoziologe würde sagen, die kann ja gar nicht so effizient sein, weil wo sollen diese erfahrenen Leute herkommen? Und das, glaube ich, würde ich nochmal unterstreichen, die besonderen Werte der ZAMO-Akten ist, dass man, Herr Uhl hat es auch gesagt, man kann ganz tief bis auf die Kompanieebene, also das sind so 150, 200 Mann, runtergehen und diese Akten haben wir in Freiburg praktisch gar nicht. Also man kann sagen, in einer Mikrostudie wirklich in diese Problemlagen, die Lernkultur, Nichtkultur, auch die Grenzen wirklich nachvollziehen. Und das Bild, was man davon bekommt, das ist jetzt nicht völlig neu, wahrscheinlich würden Sie mir zustimmen, nicht völlig neu, aber es ist eben doch wesentliche Grautöne, vor allen Dingen auch dunkelgrauere Töne, was sagen, das militärische Handwerk sagen, anbelangt. Und dann immer wieder diese, wir sehen es in dem Dokument, die Kombination mit der Gewaltkultur, sei es gegen eigene Leute oder gegen die Bevölkerung oder die Rotarmisten. Das ist ja eine Sache, die eins zu eins zusammengeht. Ich, lieber Herr Scheidegger, noch mal auf eingehen auf Ihren Punkt der Zwangsarbeit im Divisionsbereich. Was findet sich denn da aus den ZAMO-Akten raus? Wir haben ja schon bereits erwähnt, so eine Division, die kämpft nicht nur, sondern ich habe auch erwähnt, die meisten Infanteriedivisionen, das sind Stellungsdivisionen, die sind relativ lang am gleichen Ort. Die haben einen Divisionsbereich, der ihnen zugeordnet ist. Und das ist erst einmal die Infanteriedivision, die dort quasi eine Besatzungsherrschaft aufbaut. Insofern kommt also eine Infanteriedivision immer auch in Berührung mit der Zivilbevölkerung. Jetzt an den ZAMO-Akten lässt sich das System der Zwangsarbeit eigentlich auf Divisionsebene relativ exakt nachvollziehen. Und zwar ist es eigentlich so, dass die Wehrmacht relativ früh oder die Infanteriedivision relativ früh damit begonnen haben, zuerst Kriegsgefangene in Arbeiterbataillone oder Arbeiterkompanien zu stecken. Ab 1943 werden dann die Kriegsgefangene als Hiwi quasi, als quasi Hilfswillige auf Planstellen der militärischen Verbände übernommen und dann beginnt die Wehrmacht, die Zivilbevölkerung in quasi Zwangsarbeitsbataillone, in kasernierte Zwangsarbeitsbataillone zu stecken. Und was die ZAMO-Akten, also das ist ja eigentlich auch alles bekannt, das wissen wir, dass es solche Zwangsarbeitsabteilungen gab bei den Infanteriedivisionen. Was jetzt nun neu ist an den ZAMO-Akten, es lässt sich halt jetzt auf Divisionsebene relativ hautnah nachvollziehen, wie groß dann auch dieses Phänomen war, wie verbreitet es war und halt auch, wie die Lebensverhältnisse in diesen Zivilarbeitsdienstabteilungen waren. Auch dazu haben wir eine Quelle mitgebracht. Genau, das ist die. Um was geht es hier? Die meisten Infanteriedivisionen haben bereits eben 1943 angefangen, ohne dass es eigentlich einen Befehl von oben gab, Zivildienstabteilungen, also die Zivilbevölkerung zu kasernieren und für irgendwelche Stellung, vor allem Stellungsbau, aber auch Straßenausbesserungen quasi zu versklaven. Im Frühjahr 1944 wird das von der 9. Armee quasi befohlen, dass man und auch ein bisschen vereinheitlicht und
die Division hat sie, das ist eigentlich der Divisionsbefehl, das ist die Anlage zum Divisionsbefehl, wo dann eben dieser Befehl der 9. Armee weitergegeben wird. Dem ist ein Erfahrungsbericht angehängt, wo die Betreuungsstaffel, also eine Einheit, die also diese Zwangsarbeit zuvor betreut hat, die Lebensverhältnisse in diesen, bei diesen Zwangsarbeitern schildert. Und was ich jetzt hier rot markiert habe, und was ich glaube, man kann das auch lesen, das ist ein Punkt, ist der Punkt der Verpflegung. Da steht, dass die Leute eigentlich pro Tag 350 Gramm Brot erhalten, ein bis zweimal Suppe, ja, mit Pferdefleisch, manchmal auch Rindfleisch. Es steht dann weiter, die ist eigentlich meistens ist die relativ nährhaft, nichtsdestotrotz wird die Brotration eigentlich von den Zwangsarbeiten als zu wenig empfunden. Man muss sich vorstellen, jeder, der schon mal Gartenarbeit gemacht hat, so eine Stellung ausheben, das, den ganzen Tag irgendwie im Garten graben, da entwickelt man schon einen gewissen Appetit. Also das reicht jetzt einfach von der Kalorienzahl her, reicht das natürlich niemals. Wenn wir vielleicht jetzt hier auf die zweite Seite springen dieses Erfahrungsberichtes, da kommt der Punkt Bekleidung. Auch hier habe ich wieder einen Abschnitt rot markiert. Da geht es darum, dass eigentlich diese Zwangsarbeiter, die hat man während den Rückzügen auch jeweils mitgenommen. Also man hat die also eigentlich aus ihrer Region, wo sie herkommen, verschleppt über Hunderte von Kilometern aus ihrem sozialen Umfeld weggenommen, und diese Zwangsarbeiter tragen größtenteils halt immer noch die Kleidung, die sie damals anhatten, als man sie rekrutiert hat. Die Kleidung ist inzwischen zerfallen, die Schuhe sind ausgelaufen, und genau um das geht es eigentlich hier in diesem Ausschnitt. Also die Leute haben zerlumpte Kleidung, sie haben keine brauchbaren Schuhe mehr, und es beginnt sich eigentlich auf den Gesundheitszustand niederzuschlagen. Etwas weiter unten gibt es noch einen extra Punkt Gesundheitszustand. Da wird dann noch einmal auf die eigentlich Bekleidungslage eingegangen. Im Winter hat sich das natürlich in Erkältungskrankheiten, oder wahrscheinlich auch in Lungenentzündungen niedergeschlagen. Es wird dann auch darauf eingegangen, dass viele der Zwangsarbeiter unterernährt sind. Also hier wieder der Rückbezug zu der Verpflegungslage, was ja eigentlich auch naheliegend ist. Und dann noch der letzte Punkt, Stimmung. Dort wird dann erwähnt, dass viele Zwangsarbeiter Mühe damit haben, dass sie eigentlich geschlagen werden. Es wird dann darauf eingegangen, in der Sowjetunion wurde eigentlich die Prügelstrafe abgeschafft, und das kommt sehr schlecht bei den Zwangsarbeitern an, dass sie jetzt von den Deutschen wieder geprügelt werden. Also hier sieht man Gewalt, eigentlich zu wenig Verpflegung, keine Bekleidung. Diese Lebenssituation ist miserabel, und diese Leute werden förmlich verbraucht. Also wir haben an der ersten Podiumsdiskussion am Mittwoch ja auch so ein bisschen bei den Kriegsgefangenen darüber geredet, über diesen Widerspruch zwischen, einerseits braucht man diese Zwangsarbeiter, weil sie eben Stellungen ausheben, für die man ansonsten eigentlich deutsche Soldaten benötigen würde. Aber auf der anderen Seite ist halt schon ein ideologisches Motiv irgendwie da, dass man ihnen dann die nötige Verpflegung doch nicht gewähren will. Wissen wir etwas über die Todesrate dieser Zwangsarbeiter im Bereich der 35. Infanteriedivision? Was man halt aus den Akten sieht, ist, diese Zwangsarbeiterabteilung ist, als sie aufgestellt wird, hier im Februar 1944, gehören der so um die 800 Frauen und Männer sind es übrigens an. Das wächst dann an bis auf 1000 und reduziert sich dann relativ scharf eigentlich bis im Mai auf ungefähr die Hälfte. Damit will ich zum sagen, diese Verbrechen sind vielleicht auch der größte oder einer der großen Bezugspunkte zwischen Ihren beiden Studien. Herr Christian Stein, der seit 2016, wenn ich es richtig im Kopf habe, an der Uni Freiburg bei Herrn Herbert promoviert zu Rückzügen der Wehrmacht, sozusagen in einem breiten Kontext. Ich habe gelernt, dass es sowohl um das militärische
geht, wie Rückzüge geplant und gedacht werden und dann auch dann ganz stark um die Rückzugsverbrechen. Das ist ja ein Problem der deutschen Forschung, dass sie im Zuge der, sage ich ja mal, wissenschaftlichen Nachbereitung der beiden Wehrmachtsausstellungen sich sehr stark auf das Jahr 1941-42 konzentriert haben, dass auch das leider das Projekt des Instituts für Zeitgeschichte endete, die Studien von Herrn Hartmann, Herrn Hürter, Herrn Lieb, und man es eben nicht in die zweite Kriegshälfte weitertrug. Und Herr Stein ist einer der wenigen, der sozusagen nicht irgendwie im Sommer 41 oder von mir aus mit Stalingrad endet, sondern wirklich es weiternimmt. Und wir alle wussten natürlich auch, dass es sehr viele Kriegsverbrechen gibt bei den Rückzügen. Aber Sie bringen jetzt wirklich auch mit diesen Akten Licht in das Dunkel rein. Auch Sie haben drei Aspekte. Wir fangen, oder vielleicht können Sie ganz kurz sagen, nochmal so zusammenfassen, worum geht es Ihnen analytisch in zwei, drei Sätzen, und dann haben wir auch drei Beispiele für die Akten. Ja, also vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich möchte noch ergänzen, dass das Projekt auch im Zusammenhang Arbeit mit dem DAI Moskau stattfindet. Vielen Dank an Frau Dahlke an der Stelle nochmal. Also es geht in meiner Arbeit darum, die Konzepte, Praktiken, Wahrnehmungen und Auswirkungen der deutschen Rückzüge an der Ostfront des Zweiten Weltkriegs zu untersuchen. Der gedankliche Ausgangspunkt ist genau der, den Herr Neitzel angesprochen hat, nämlich dass die zweite Kriegshälfte bislang wenig erforscht und mangelhaft historisiert ist. Sie erscheint meistens in den meisten Darstellungen als ein Auslaufen nach dem großen Kulminationspunkt. Und ich würde da vielleicht auch gleich was Kontroverses sagen. Ich halte da die Quellenlage nicht für den entscheidenden Faktor. Also ich greife natürlich auf die ZAMO-Akten zurück und die sind sehr hilfreich an ganz vielerlei Stellen. Aber das Rückgrat sind weiterhin die Akten aus dem Militärarchiv. Ich glaube, dass da andere Faktoren entscheidend sind. Also zum Beispiel schon Karl-Heinz Friese hat in seinem achten Band das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg geschrieben, dass es eben ab 1943 nur noch um ruhmlose Rückzugskämpfe geht. Der Schwerpunkt von dem, was man erklären wollte in Sachen Wehrmacht, war ja auch lange quasi die Armee des Blitzkrieges, plakativ gesagt, und eben die Armee des Vernichtungskrieges. Deswegen hat man sich eben auf die Zeit bis 1941 fokussiert und eben auf dem, was hinter der Front passiert ist. Ich glaube, dass diese Dinge entscheidender sind. Wenn ich sage, ich untersuche die Rückzüge, dann untersuche ich die Rückzüge eben als Ganzes. Und dabei halte ich eine Trennung zwischen quasi klassischer Operationsgeschichte und NS-Verbrechensgeschichte für falsch und künstlich. Also die Befehlshaber und Generalstabsoffiziere, die haben das, was man als sogenannte verbrannte Erdepolitik landläufig versteht, als Teil der Kampfführung verstanden, als Teil der Kampfführung befohlen. Und da eine Trennung aufzumachen, hielt ich dafür für völlig künstlich. Deswegen, es ist ja, steht natürlich auch, also Sie haben ja Paul Karel erwähnt, es steht in genau dieser trüben Tradition der deutschen Rechten, sowas zu machen. Ja, das ist mein Projekt soweit. Also ich untersuche verschiedene Rückzugsbewegung und schaue halt, wie sich Praktiken, Wahrnehmungen und eben die Rückzugskonzepte entwickeln. Unterm Strich ist quasi so ein bisschen hochtrabend gesagt, das Ziel, eine Kulturgeschichte des Rückzugs im deutschen Heer zu schreiben. Eben gerade diese Wahrnehmung, da bin ich im Laufe der Arbeit immer wieder drauf gestoßen, den Rückzug als etwas mit dem Stigma der Niederlage, mit unfassbar vielen Ängsten behafteten, das ist quasi das Zentrale in dem Projekt. Jetzt haben Sie auch drei Beispiele mitgebracht, die wir noch kurz behandeln können. Die erste Operation ist ein Rückzug aus einem Frontbogen bei Reschef 1943. Was kann man da zeigen und auch vielleicht mit den ZAMO-Akten zeigen? Also könnten wir vielleicht gerade das erste Beispiel Dokument aufrufen. Vielen Dank. Also im Frühling 1943 räumen Verbände der 4. und 9. Deutschen Armee diesen Frontbogen bei Rischew
Und es ist quasi eine Rückzugsoperation, in dem die Wehrmacht ziemlich genau das erreicht, was sie vorher wollen. Soweit, das wissen wir auch. Sie behalten in ihren Augen die vollkommene Kontrolle über das Geschehen. Sie lassen einen Menschen, nahezu menschenleeren und verwüsteten Landstrich zurück, einen relativ großen Landstrich. Und in den Generalstaben danach herrscht quasi vollkommene Zufriedenheit. Dieses Dokument hier ist von der Ausbildungsabteilung des Oberkommandos des Heeres. Und meine Vermutung war die ganze Zeit schon nach Ansicht der Akten aus dem Militärarchiv Freiburg, dass dieser Rückzug so eine Art Muster darstellt. Und diese ZAMO-Akte ist quasi ein Beleg dazu, weil da quasi ein Gefechtsbericht von der Division auf diesem Rückzug zirkuliert wird von der Ausbildungsabteilung und quasi gezeigt wird, so wird es gemacht. Und man kommt da eben auf ganz viele zentrale Aspekte, die eben für die deutschen Befehlshaber und Generalstabsoffiziere bei so einem Rückzug zentral war. Man kann es leider auch nicht so gut lesen, aber der Aspekt, dass man der Truppe nicht vermittelt, sie sei irgendwo geschlagen worden, dass man das Überlegenheitsgefühl der Truppe aufrechterhält. Und das eben auch, das ist jetzt in dem Dokument nicht ersichtlich, das wird aber dann in den weiteren Dokumenten, also in anderen Dokumenten ersichtlich, dazu gehören eben auch Zerstörungen, Zwangsevakuierungen, Räumungen, quasi zu demonstrieren, der Roten Armee, der eigenen Truppe, aber auch der Zivilbevölkerung, wir haben hier die Kontrolle über das Geschehen. Und in diesem Rückzug gelingt das eben aus Sicht der deutschen Generalstabsoffiziere und Befehlshaber, gelingt das sehr gut. Was noch interessant ist an dem Dokument, ist das Datum. Das ist nämlich Ende 43 und quasi zu dem relativ späten Zeitpunkt wird eben, wo quasi ein, zwei Monate später Hitler Rückzüge quasi kategorisch ausschließt erstmal, wird eben von der Ausbildungsabteilung des OKHs der Rückzug noch als versucht als normale Kampfart eben zu propagieren. Als unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich dass man die Kontrolle über das Geschehen vermeintlich behält, als Kampfart wie die Verteidigung, wie der Angriff und eben nicht als dieses mit Ängsten und Stigma beladene Tabu. Das kann man dann auch in der Erinnerungsliteratur sehen, dass die Deutschen, auch das zieht sich in die Bundeswehr, ein erstaunliches Überlegenheitsgefühl in die Bundesrepublik mitnehmen und man fragt sich eigentlich, ihr habt doch den Krieg verloren, oder? Habe ich das nicht richtig mitbekommen? Aber man eigentlich sich sagen, dieses Überlegenheitsgefühl, jetzt muss man immer sehen, was die Schreiber dann erlebt haben, ist ein wichtiger Punkt. Ganz kurz noch auf Ihr zweites Beispiel. Ich würde da noch kurz zu sagen, dass das, glaube ich, auch ein Grund ist, warum die zweite Kriegshälfte derart unterforscht ist, weil eben die deutsche Militärgeschichtsschreibung lange Jahre eben von Ex-Wehrmachtsgenerälen maßgeblich geprägt war und auch so eine gewisse Hermetik da hatte, dass man sich dem eben nicht gewidmet hat. Aber die Frage stellen, warum hat britische und amerikanische Forschung das nicht gemacht. Es gibt ja mittlerweile auch Alexander Hill und andere, oder Robert Cetino oder ich weiß nicht was. Aber das wollen wir gar nicht, weil uns die Zeit ein bisschen wegläuft, jetzt vertiefen. Das zweite Beispiel. Ja, also wenn wir das zweite Beispiel aufrufen. Hier. Jetzt muss ich gerade gucken. Ja, also das ist jetzt ein Beispieldokument, was quasi auch die Projekte von Michel und mir verbindet. Es geht da quasi um den Vorlauf zu einem der am besten erforschten Rückzugsverbrechen der Wehrmacht, das eben maßgeblich durch die 35. Infanteriedivision auch durchgeführt wurde. Es geht um Azarici, also zum Kontext im Bereich der Heeresgruppe Mitte, wo die Front ab Anfang 1944 bis Sommer 1944 lange Jahre relativ starr war, haben die Generalstäbe quasi, sahen sich damit konfrontiert, dass sie auf vorherigen Rückzügen jede Menge Zivilistinnen zwangsevakuiert hatten, das rückwärtige Gebiet in ihren Augen komplett überfüllt war
Und da sich quasi verschiedene Problemstellungen überlappt haben, also die deutsche Hungerpolitik, Seuchenbekämpfung und eben der Partisanenkrieg. Und sie haben da dann verschiedene Methoden immer wieder ausprobiert, ab Anfang 1944. Teile der Zivilbevölkerung, die sie als arbeitsunfähig klassifiziert haben, eben auf brutale Art und Weise loszuwerden. Und hier sehen wir eben einen Ansatz. Vielleicht sage ich mehr jetzt zum Kontext und Michelle kann dann genau darauf eingehen, was die 35. Infanteriedivision gemacht haben. Also es gab da zum Beispiel Ansätze, Zivilistinnen in entlegene Gebiete abzuschieben und sie da in sogenannten Seuchendörfern zum Beispiel zu konzentrieren, also mit den entsprechenden Folgen, dass die halt massenhaft dann an Fleckfieber und so weiter gestorben sind. Es gab die Ansätze, Zivilistinnen direkt in Partisanengebiete abzuschieben, um quasi die Partisanen mit diesen als unnütze Esse bezeichneten Zivilisten dann zu belasten, ganz gezielt. Und da hat sich auch der Partisanenkampf und diese Hungerpolitik immer wieder verbunden. Also das ist jetzt eher was wir aus den Akten des Militärarchivs wissen. Aber durch die Strafaktionen gegenüber Partisanenverbänden sind natürlich immer mehr dieser Zivilistinnen, die quasi selber keine Lebensgrundlage hatten, angefallen. Und so hat man diese Probleme dann eben selbst perpetuiert, selbst geschaffen, um dann selber wieder radikale Maßnahmen dagegen. Was ist jetzt der Gewinn, der konkrete Gewinn der ZAMU-Akten? Ja, da würde ich vielleicht an Michelle übergeben, weil der sich eben speziell mit der 35. Infanteriedivision ganz gut auskennt. Kann man sagen. Ja, da gehen wir wieder einmal zurück. Wir wissen ja von verschiedenen anderen Verbrechensbereichen, dass es eben oftmals auf Initiative von unten eigentlich zu einer Radikalisierung kam. Und genau eben bei diesem Zivilistenabschub hier in Ossarici sieht man das auch an dieser Quelle hier. Vorher wusste man das nicht. Und zwar hat man bis anhin angenommen, dass das eine Aktion war, die eigentlich vom Armeestab der 9. Armee durchdacht, geplant und dann auch gemeinsam durchgeführt wurde. Dass also quasi in allen Divisionsbereichen der 9. Armee am gleichen Tag Suchtrupps losgeschickt wurden in die Dörfer. Die haben die Zivilisten zusammengetrieben, die wurden gleichzeitig evakuiert, wurden über gut organisierte Evakuierungswege und über Zwischenlager in die Endlager getrieben und bei einem taktischen Rückzug abgeschoben. Nun ist dieses Dokument hier besonders interessant, weil diese angebliche koordinierte Aktion der 9. Armee fand anfangs März 1944 statt. Dieses Dokument stammt vom Ende Februar 1944. Und darin wird eigentlich hier im ersten Abschnitt erwähnt, dass die Division plant, bei entsprechender Gelegenheit die Zivilisten, also die Zivilisten, die nicht arbeitsfähig sind, die man eben nicht als Zwangsarbeiter in die Zwangsarbeiterabteilung stecken kann, abzuschieben. Also diese Idee ist in der Division vorhanden, bevor dieser Armeebefehl kam. Jetzt, das alleine ist noch nicht erstaunlich, weil diese Idee mit dem Zivilistenabschub, die war schon vorher da, auch in den Armeestäben. Was aber danach passiert in den nächsten Tagen im Divisionsbereich der 35. Infanteriedivision, ist, dass die beginnen, die Wälder zu durchkämmen, die Dörfer zu durchkämmen, also die sondern quasi die nicht arbeitsfähigen Zivilisten aus, bevor der Befehl der 9. Armee kommt, selektieren die, wenn ich dieses vorbelastete Wort in dem Kontext verwenden darf, und beginnen bereits die nicht arbeitsfähigen Zivilisten in Zivilisten-Sammeldörfer eigentlich einzuquartieren.
Und wir wissen auch aus anderen Dokumenten, dass sich die Divisionsführung sowohl beim kommandierenden General des Panzerkorps wie auch beim Armeeoberbefehlshaber relativ stark für diesen taktischen Rückzug eingesetzt hat. Und es ist nichts als naheliegend, dass sie da eben auch das Argument gebracht haben, ja, wir können diese passende Gelegenheit, wie es hier steht, nützen, um dann diese Zivilisten abzuschieben. Und dass dann aufgrund dieser Initiative von unten dann eigentlich diese geordnete Aktion innerhalb der 9. Armee ablief. Was dann auch wieder eine Aussage über die Kultur der Wehrmacht gibt, ist, dass man sozusagen eigentlich ja durchdrungen war mit solchen Ideen und dass man auf unterer Ebene im Charakter der Gedanken gar keinen Unterschied feststellt zu den oberen Ebenen. Genau. Ja. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr, weil wir ein bisschen später begonnen haben, und ich würde jetzt gerne öffnen für Fragen aus Moskau. Ich habe den Saal hier in Lüneburg und Frau Radauer hat den Chat im Blick. Und vielleicht würde ich die ersten Fragen an Moskau sagen, richten. Dankeschön. Ich habe etwas, was Herr Scheidegger vielleicht wichtig finden kann. In Woronesch erscheint bald ein Sammelband mit drei Arten von persönlichen Quellen. Es wird gerade um die Rezeption des Krieges durch die Wehrmachtsoldaten gehen. Eine Quelle, das ist ein Tagebuch eines ehemaligen Wehrmachtsoldaten. Die zweite Quelle ist ein Interview und die dritte Quelle, da sind Memoiren. Die Kultur der Wehrmacht, die Situation in der Wehrmacht sind in diesen drei Quellen glänzend repräsentiert. Ich muss da unbedingt aber auch die regionalen Aspekte erwähnen. Das war die Forderung des Verlages. Aber ich kann Ihnen sehr gerne empfehlen, dass Sie sich mit den Autoren in Verbindung setzen. Ein Autor ist in Bayern. Seine Erinnerungen sind gedruckt. Sie sind gedruckt, aber nicht veröffentlicht worden. Und das ist eine wunderbare Quelle. Wirklich eine einmalige Quelle. Vielleicht kann es für Sie interessant und nützlich sein. In einem Fall, in dem Fall des Tagebuches, geht es um das Jahr 1942. Im zweiten Fall, dabei meine ich die Erinnerungen, geht es um das Jahr 1945. Die beiden Dokumente sind sehr sachliche Beschreibungen. Das sind sehr konkrete Beschreibungen. Man sieht, dass das Gedächtnis die Urheber nicht im Stich lässt. Das Tagebuch ist sofort nach dem Kampfgeschehen entstanden, die Erinnerungen später, aber trotzdem. Ich kann Ihnen sehr gerne die konkreteren Daten dieser Menschen, dieser Bücher zukommen lassen, damit Sie sie noch treffen können. Oder wenn das Buch erscheint, könnt ihr dieses Buch vielleicht bestellen oder nachlesen. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank für den Hinweis. Da wird Herr Scheidegger bestimmt drauf eingehen. Dann nehmen wir die nächste Frage. Frau Weber und dann Frau Wendel. Ja, vielen Dank für die spannenden Projekte und den Einblick in die Dokumente. Ich will nur kurzes weniger eine Frage als eine Anmerkung auf den auch von Sönke Neitzel angesprochenen Mythos der Effizienz und diese Überlegenheitsgefühle eingehen. Das findet man auch schon viel früher. Und ich war selbst auch bei meinen Quellen zur deutsch-sowjetischen Zusammenarbeit überrascht. Zum Beispiel angesichts bei einer deutsch-sowjetischen Flüchtlingskommission im Frühjahr 1940 gibt es Akten aus Krakau von SS-Personal, die sich über das deutsche Chaos beschweren und sagen, hier läuft überhaupt nichts. Also ich verallgemeine das ein bisschen. Schauen wir uns doch mal an, wie das NKWD handelt und wie die Sowjetunion handelt. Da ist alles in einer Hand, viel effizienter, viel effektiver, viel besser. Wir sollten uns das NKWD zum Vorbild nehmen. Die Quelle hat mich ziemlich überrascht. Das ist natürlich auch von Himmlers Leuten eine Taktik, zu sagen, wir wollen die Kompetenzen bei uns binden. Aber gerade auch bei den Umsiedlungen, bei den Deportationen sieht man, dass die deutsche Seite überhaupt nicht effizient ist. Ganz im Gegenteil, sogar noch auf die sowjetische Seite schaut. Ja, ganz herzlichen Dank. Dann Frau Penter, wir sammeln alle Fragen und dann können die beiden Panelisten antworten. Ja, auch meinerseits ganz herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke in diese neu zugänglichen Quellen. Ich bin sofort sehr hellhörig geworden, als es um das Beispiel Azarici ging, weil das ist in der Tat ja auch ein Beispiel, was von der sowjetischen Propaganda noch in den Kriegsjahren dann sehr stark aufgegriffen wurde. Und was
wo viele Aspekte noch ungeklärt scheinen. Also es gibt ja von der sowjetischen Seite eben auch den Vorwurf, dass dort, Sie haben von solchen Dörfern gesprochen, dass dort bewusst Infektionen mit Typhus erfolgt sein sollen, dieser Menschen, sodass das vielleicht auch einen ganz neuen Verbrechenskontext, nämlich den, von dem man dann in den Kontext medizinische Versuche einordnen könnte, auch Paul Weindling hat sich mal mit diesem Beispiel befasst, eingeordnet werden könnte. Haben Sie da auch neue Erkenntnisse? Also was ist von, gibt es da Hinweise, dass das tatsächlich auch aktiv erfolgte, eine solche Infektion dieser Menschen? Und dann denke ich eben auch an diese Fotos, die es gibt von diesem sowjetischen Kriegsberichterstatter, dessen Name mir jetzt leider nicht einfällt, nach der Befreiung dieser Territorien, wo man also so Kinder neben ihren toten Müttern sitzen sieht. Das sind ja auch Bilder, die dann in der sowjetischen Presse sehr stark publiziert worden sind. Also wie sind diese Bilder, sind die, also man hat manchmal schon den Eindruck, dass die so ein bisschen gestellt wirken, aber haben Sie da mehr Einblicke, wie diese Quellen auch einzuschätzen sind? So, dann würde ich das Mikro an Moskau weiterreichen und fragen, ob im Saal in Moskau es Fragen gibt. Es gibt tatsächlich eine Frage aus Moskau. Ich freue mich sehr, Sie alle aus Moskau zu begrüßen, und ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für die Möglichkeit, an dieser Diskussion teilzunehmen. Das ist ein sehr wichtiges Thema und eine sehr wichtige Frage. Vor allem meine Dankesworte. Ich danke Herrn Sönke-Neitzel. Vielen Dank, Herr Neitzel, dafür, dass Sie Ihren Doktoranden gerade die Heeresgruppe Mitte empfohlen haben und insbesondere Belarus. Schön, dass Sie diese Richtung vorgegeben haben. Herr Professor, in Belarus gibt es Rezensenten für diese Doktorarbeit, und wir können sehr gerne eine Rezension auf diese Doktorarbeit schreiben. Wir würden uns sehr darauf freuen. Und jetzt zu meiner Frage. Meine Frage an Herrn Dr. Uhl. Lieber Herr Dr. Uhl, vielen Dank für Ihr Projekt, für Ihr Digitalisierungsprojekt, dafür, was Sie gemacht haben. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie so viel Zeit, insbesondere in die Dokumente zur Heeresgruppe Mitte, investiert haben. Mich interessieren zwei Fragen oder zwei Aspekte. Erstens, Sie erwähnten Wehrmacht-Dokumente. Das Unternehmen Zitadelle, dieses Unternehmen aus den Jahren 43 bis 44, das Unternehmen auf dem Territorium von Belarus, inwieweit befinden sich diese Unterlagen in Podolsk, in Zamo, und konnten Sie diese Dokumente schon digitalisieren? Das war meine erste Frage, die wichtigste auch für mich. Und die zweite Frage: Wie schätzen Sie die Aussichten ein, weitere Dokumente zu digitalisieren, und zwar die Dokumente der Zivilverwaltung, der zivilen Administration und der jeweiligen Dienste, die im rückwärtigen Bereich der Heeresgruppe Mitte und im Osten aktiv waren, zum Beispiel die Reichseisenbahndirektion Mitte in Minsk, Generalkommissariat Weißruthenien in Minsk, Wirtschaftsinspektion Mitte in Minsk, die Dokumente dieser Behörden, was ist mit ihnen? Werden sie digitalisiert oder ist das nicht geplant? Dankeschön. Gut, dann danke ich für die Frage, und dann haben wir hier noch etliche Fragen, und da würde ich bitten, sich kurz zu fassen. Herr Kreuzberger ist der Erste, der eine kurze analytische Frage stellt, und dann Jörg Bobrowski. Ich an. Doch, ach, jetzt. Jetzt, wunderbar. Ganz kurz an unseren Spezialisten für die Rückzüge und Politik der verbrannten Erde. Mich würde interessieren, in dem Moment, ich weiß nicht, ob Sie es behandeln in Ihrem Buch, in dem deutsches Territorium letztlich verteidigt wird. Bei uns existiert ja gemeinhin immer noch die Vorstellung, Gebiete, die nicht zerstört waren, es ist die Rote Armee, die plündert, die zerstört. In welchem Ausmaß hat denn die Politik der verbrannten Erde und auch der deutschen Kriegsführung mit dazu beigetragen, dass das Ausmaß der Zerstörung beispielsweise in Ostpreußen immens war und dass nicht nur die sowjetische Seite dafür letztlich in Haft genommen werden muss, sondern sehr wohl auch die deutsche Kriegsführung? Da gibt es eine neue Dissertation dazu, aber Jörg Paworowski.
Dankeschön. Ich versuche es kurz zu machen. Mich interessiert eine andere Frage. Eine Armee ist ja eine, oder das Militär ist eine Institution, in der die Angst von Soldaten unter Kontrolle gebracht wird. Ist in gewissermaßen eine totale Institution, in der man nicht nach Belieben tun kann, was man möchte, sondern wo es geboten ist, zu töten und man es tun muss. Und die Frage ist jetzt, wenn Sie davon sprechen, dass es so etwas wie eine Kultur des Tötens, des Angreifens und des Verteidigens in der Wehrmacht gab, dann frage ich mich, wie man anhand der Akten, die Sie behandeln, das eigentlich zeigen kann. Weil ja die Fluktuation ab 43 auch sehr groß ist in den Einheiten, weil so viele Menschen sterben. Also wie lange braucht man eigentlich, um jemanden in eine Kultur sozusagen einzufügen, in der er lernt, genau das, was Sie vorhin gesagt haben, zu exekutieren? Und geben die Akten darüber irgendwelche Auskünfte? Ich würde mal vermuten, nein, weil da nicht von Individuen die Rede ist und von Menschen. Da werden da vielleicht Tagebücher oder Erinnerungen, Notizen, die unmittelbar nach dem Geschehen gemacht wurden, sinnvoller als diese Akten, um solche Fragen zu beantworten. Danke. Herr Helbig. Vielen Dank für diese sehr spannenden Vorträge und gutes Gelingen bei der Fertigstellung. Ich habe für Herrn Scheidegger eine Frage, die betrifft die Begegnung und die Wahrnehmung, die wechselseitigen Wahrnehmungen und Bezugnahmen. Und das rührt etwas an, was Claudia Weber auch gerade angesprochen hat. Haben Sie gesehen konkrete Bezüge auf den sowjetischen Gegner, die also legitimieren, warum jetzt auch standgerichtlich oder mit Erschießungen vor Ort vorgegangen wird? Der Befehl 227 von Stalin hat ja einen ausdrücklichen Verweis auf den Haltebefehl von Hitler. Und mich würde interessieren, ob das auch in Reverse sozusagen stattfand. Der Bolschewismus wurde spätestens Ende 42 als ein überlegenes, den Deutschen überlegenes technisches Organisationsmodell wahrgenommen, weithin von der NS-Führung. Es war bloß sehr schwer, den Deutschen das zu vermitteln, denn die Bevölkerung wollte halt nicht bolschewistisch werden. Und insofern finde ich diesen Gedanken, also diesen ganzen Komplex sehr interessant. Für Herrn Stein eine Frage. Ihre Darstellung scheint sehr stark auf den Rückzug, praktisch fast schon teleologisch ausgerichtet zu sein. Sie wissen ja, das endet, wo es endet. Die Frage ist, Sie hatten gesagt, dass immer wieder die Überlegenheit dann doch des deutschen Soldaten, der die Kontrolle beherrscht, im Rückzug ins Spiel gebracht wird. Gibt es noch andere Konzepte, die auch mit anklingen, die vielleicht in eine Wende des Krieges versprechen? Also schon lange bevor die 35. Infanteriedivision Anfang 1944 in Osaryci diese Zivilistenabschiebung dekretiert, hat ja Himmler in Charkow in der Universität in seiner Rede im Grunde das Ausbluten des Gegners zum Ziel erklärt. Also das hat er zunächst der Waffen-FSS erklärt. Wir müssen im Grunde, uns steht gegenüber ein 200-Millionen-Volk und wir müssen den Russen ausbluten. Das ist das Einzige, was uns übrig bleibt. Und das muss in den nächsten 12 Monaten geschehen. Die Frage ist, ob das sozusagen übergeschwappt ist an gewöhnliche Wehrmachtseinheiten. In den fremden Heere Ost-Dokumenten, wo ich vor vielen Jahren mal gearbeitet habe in den National Archives, kommen immer wieder die Menschenreserven zur Sprache, Menschenreserven der Sowjetunion. Spiegelt sich das auch auf der Divisionsebene wider? Also gibt es da Überlegungen, wie stark ist der Gegner und welche Implikationen hat das für uns, fürs Töten? Und die Hoffnung, dass der Gegner ausblutet, findet man dann immer wieder in. Jetzt haben wir, eigentlich sind wir rum, sozusagen, weil wir noch 5 Minuten haben für die Beantwortung. Das ist eine harte Aufgabe, von daher schaue ich Herrn Moret und Frau Dahlke intensiv in die Augen und okay, ernte ein Nicken, vielen Dank. Das werden wir beim Mittagessen im bilateralen Gespräch klären. Dann schaue ich nochmal auf Frau Radau, da ernte ich auch ein Nicken, sodass jetzt Herr Scheidegger, Herr Stein, Sie sozusagen die Möglichkeit haben, in einer totalen Analyse diese Fragen umfänglich kurz zu beantworten. Ja, ich beginne vielleicht bei Frau Timofeva. Ich bedanke mich für den Hinweis auf die Tagebücher wäre froh, wenn Sie mir da vielleicht mal den Link geben würden. Zu dem Hinweis von Frau Weber. Dazu möchte ich sagen, ich glaube, wir betrachten das Ganze auf einer unterschiedlichen Ebene. Wenn man
Ich untersuche das natürlich auf taktischer Ebene, und was ich dort sehe, ist, dass wirklich in den Gefechten selber, sagen wir, die deutschen Bataillone auch im Frühjahr 1944 noch relativ effizient kämpfen können. Und das verändert sich im Laufe von 1944 radikal. Also die eigentlich taktische Überlegenheit, die geht verloren. Genau. Und die Ebene, die Sie ansprechen, ist eher die Wehrmacht als militärische Organisation insgesamt. Jetzt, Frau Penter, ich glaube, willst du da etwas dazu sagen, die Typhusfrage? Ja, vielen Dank für die Frage erstmal. Ich muss dazu geben, dass ich an diesen Fall Azarici quasi nicht rangezoomt habe, um jetzt mal bildlich zu sprechen, sondern eher rausgezoomt habe und mich eher mit dem Kontext beschäftigt habe. Deswegen kann ich zu quasi willentlichen Typhusinfektionen oder dem Quellenwert dieser Fotos leider relativ wenig sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass Azarici eigentlich ein herausragendes Beispiel in der Regel ist. Also dass es diese Versuche, als arbeitsunfähige Zivilistin klassifizierte Menschen loszuwerden, eben zuhauf gab. Nur nicht in diesem großen Ausmaß. Also es gibt dann noch eine Aktion bei Vitebsk mit dem sprechenden Namen Himmelfahrt. Und die wird dann auch eben, wie dieser Gefechtsbericht aus der Büffelbewegung, in den Generalstäben zirkuliert als Musterbeispiel. Also das kann ich vielleicht noch zu Azarici ergänzen. Leider, also mit diesen Typhusinfektionen und den Fotos, da kam ich jetzt nicht dazu, das näher zu untersuchen. Tut mir leid. Dann sage ich noch ein paar Worte dazu. In den ZAMO-Akten der 35. Division, die, ja, wie ich das beschrieben habe, auch das Ganze ein bisschen initiiert, was man dort geht es nicht, eben genau nicht, um Seuchenbekämpfung. Die machen das nicht, weil sie quasi diese Typhus-Epidemie in ihrem Divisionsgebiet loswerden wollen, sondern die machen das, weil sie ein massives Partisanenproblem haben. Ja? Und wenn man halt quasi alle Zivilisten, die arbeitsfähig sind, kaserniert, hat man die unter Kontrolle. Wenn man alle Zivilisten, die nicht arbeitsfähig sind, aus dem Divisionsgebiet entfernt, hat man quasi das ganze Divisionsgebiet entleert, und man hat quasi dem Guerilla, wenn der Fisch ist, hat man das Wasser entzogen. Und es geht hier in der Logik, in der Frontlogik, also in der Logik der Frontkommandeure, geht es um Partisanenbekämpfung. Und das ist, denke ich, ein neuer Aspekt, den die ZAMO-Akten zeigen können. Können Sie weiter noch die Fragen beantworten? Ja, genau. Noch die Frage von Herr Baberowski. Ja, vielen Dank für die Frage. Die halte ich für sehr wichtig. Was man halt sieht in den Akten von 1942-43 ist, dass es immer wieder vorkommt, dass fähige, ich sage jetzt mal militärisch fähige Kompaniechefs neue Gefechtstechniken entwickeln, die effizient sind. Also so ein Beispiel ist Panzerbekämpfung. Das ist ein Riesenproblem für eine Infanteriedivision, die mit ihren 3,7 cm Pack eigentlich keine Chance haben gegen den T-34. Also muss ein neues Verfahren entwickelt werden. Und da kommt der Anschub für die Entwicklung des neuen Verfahrens, das kommt von unten, von den wirklich Frontkommandeuren, von den Bataillonskommandeuren. Die merken plötzlich, Panzernahbekämpfung, vielleicht noch mit Nebel, Granaten und melden das nach oben. Das wird in der Division angenommen, weil eben die offene Kommunikationskultur damals noch da ist, wird in der ganzen Division weiterverbreitet. Man meldet das auch in die Nachbardivision weiter, an das Corps, das wird wieder weitergeleitet, und das ist so ein Lernprozess. Und der kann nur funktionieren, wenn die unteren Kompaniechefs fähig sind, solche neuen militärischen Adaptionen militärisch auch zu denken. Dafür braucht es breite Ausbildung. Würden Sie denn sagen, das geht auch für die Gewalt, also für Verbrechen? Also jetzt haben Sie es jetzt sagen, im militärischen Kampf, wenn man das jetzt mal auf den Umgang mit Zivilisten, Partisanen, das Töten lernen in einem verbrecherischen Sinne? Ja,
Dort funktioniert das genau ähnlich. Also als Mitte 1942 das erste Mal die Aufklärungsabteilung der 35. Infanteriedivision im Hinterland an einer Partisanenbekämpfungsaktion, einer größeren Partisanenbekämpfungsaktion teilnimmt und die dann zurück sind, schreiben die einen Erfahrungsbericht, melden sich dann auch in den Kommandeurs, also der Kommandeur der Aufklärungsabteilung schreibt einen Erfahrungsbericht, der wird in der ganzen Division verteilt und quasi wird von diesen Erfahrungen gelernt. Es wird dann gesagt, ey, so müssen wir Partisanenbekämpfung machen, auch wenn das mal bei uns im Divisionsgebiet zu solchen größeren Bekämpfungsaktionen kommt. Ja, also da sehe ich einen ganz, ganz ähnlichen Lernprozess. Wer möchte noch zu Herrn Helbig? Und ich glaube, ja, zu Herrn Kreuzberger, aber auch diese Frage richtet sich auch an Sie, Herr Stein. Auch noch mal, auf ich kann auch noch mal was sagen. Antworten. Ja, vielen Dank für die Fragen. Zur verbrannten Erde-Politik auf deutschem Territorium gibt es tatsächlich jetzt die Arbeit von Bastian Wilhelms, ist es, oder? Ja, also die ich auch sehr empfehlen kann. Und also das deckt sich auch großenteils mit meinem Eindruck, dass diese Praktiken des Zerstörens und des Räumens, der Zwangsevakuierung tatsächlich so eingeschliffen sind, dass die erstmal fortgeführt werden. Dann gibt es natürlich auch noch die verbrannte Erde-Befehle von Hitler, dann speziell für das deutsche Territorium, und das hat ja Heinrich Schwendemann unter anderem untersucht. Aber da gibt es tatsächlich also zum Teil absurde Befehle dann, als die Wehrmacht auf deutsches Territorium kommt, von Befehlshabern, die quasi an ihre Soldaten die Befehle ausgeben, dass sie das jetzt mal lassen sollen. Aber es ist so drin, es ist so eingeschliffen, dass sie das eigentlich weitermachen. Es gibt da noch so ein paar andere Befehle, die ganz absurd sind, aber das vielleicht, und also das ist, glaube ich, auch das Ergebnis von der Studie von Bastian Wilhelms, dass da vieles eben auf die Wehrmacht tatsächlich zurückgeht, ja. Also was da an Zerstörungen in Ostpreußen speziell. Ich würde noch kurz auch ein bisschen auf die Frage von Herrn Baborowski eingehen. Inwiefern kann man denn diese Kultur, die in der Wehrmacht herrscht, auch in den Akten sehen, also in den offiziellen Dokumenten? Da würde ich sagen, also natürlich ist es auch immer gut, sich da auf Ego-Dokumente und so weiter zu stützen, aber man kann da schon ziemlich viel an Kultur sehen. Und zwar sieht man, dass eigentlich bestimmte Lösungen, das würde ich sagen, ist schon eine kulturelle Frage, als eben so unausgesprochene Verständigung, eben immer bevorzugt werden. Es werden immer die hundertprozentigen Lösungen bevorzugt. Es werden, wenn wir rein um die Kampfführung geht, werden meistens die offensiven Lösungen bevorzugt. Es ist Rücksichtslosigkeit, ist ein Begriff, der unheimlich oft auftaucht. Ja? Und da würde ich sagen, kann man in diesen offiziellen Akten doch sehr viel an Kulturgeschichte auch mitnehmen. Ja? Dann Herr Helbeck, ja auch vielen Dank für die Frage. Ja, natürlich richtet sich meine Arbeit eben, indem ich die Rückzüge untersuche, natürlich recht theologisch auf die Rückzüge, weil das ist, was ich mir anschaue. Gibt es andere Elemente, die eine Wende des Kriegs versprechen aus Sicht der Wehrmacht? Ja, also diese Ideen, das ist ja quasi immer der Sinn von Hitlers Haltebefehlen, eben was Frau Weber auch in ihrem Vortrag angesprochen hat, Clausewitz, die Verteidigung als stärkste Kampfart gesehen wird, die Idee, die Wehrmacht müsse nur jetzt sich eine Linie suchen, die verteidigen und dann die Rote Armee dort ausbluten lassen. Da gibt es ja auch im OKH dann Äquivalente dazu, also die Idee von einem Ostwall, da meint dann oft den in Ostpreußen. Aber diese Idee gab es ja auch quasi auf Höhe des Dnieper ungefähr. Aber es gibt auch quasi die Idee durchaus, also bei Himmler, aber auch in Teilen, das möchte ich jetzt nicht verallgemeinern, aber in Teilen der Generalstabsoffiziere und Befehlshaber, bei den Rückzügen die Rote Armee auch ausbluten zu lassen. Nämlich einmal demografisch, indem man ihr quasi so viel Zivilistinnen wegnimmt, wie es geht. Himmler spricht ja auch dazu, alle totzuschlagen oder wegzunehmen.
aber auch militärisch, also das ist die Idee, auf dem Rückzug immer wieder Gegenangriffe durchzuführen, also den Rückzug quasi als Art Herr Stein, des wir müssen, glaube ich, Verteidigens zu sehen. Ich bin schon fertig. Vielen Dank. Wir haben eine Frage, die sich auch an Herrn Uhl richtete. Ich hoffe, dass Herr Uhl von seiner Datscha aus uns noch zugeschaltet ist. Ich bin auf jeden Fall zugeschaltet. Ach, wunderbar, Herr Uhl. Das ist großartig, dass wir hier so global agieren können. Die eine Frage noch mit der Digitalisierung, wenn Sie die noch kurz beantworten. Ja, ich hatte auch noch eine Frage sozusagen aus dem Chat, die nehme ich zuerst. Und da ging es darum, den Zugang zu Beständen im Archiv des Föderalen Sicherheitsdienstes, also FSB. Also wir wissen, dass da umfangreiche Ermittlungsakten liegen, die dann auch zum Großteil deutsche Dokumente enthalten. Wir hatten schon mit Wassili Stepanowitsch Christoforow Teile dieser Dokumente veröffentlicht. Es wäre natürlich schön, da auch ein Digitalisierungsprojekt zu machen, aber das hat im Prinzip so ähnliche Probleme wie auch die an mich herangetragene Frage, wann wir denn in Minsk anfangen, die dort befindlichen Unterlagen zu digitalisieren. Wir sind einfach nur ein recht kleines Institut und es gibt ein gewaltigen Berg an Unterlagen, den wir langsam abtragen. Es ist wahrscheinlich eine Aufgabe von Jahrzehnten. Wir versuchen, so schnell wie möglich zu arbeiten, aber alles gelingt uns leider nicht, das irgendwie in einem Schlag zu machen, weil, wie gesagt, die entsprechenden Ressourcen aber müssen auch bereitgestellt werden und die Arbeit muss gemacht werden. Und das geht leider nur in einem sozusagen entsprechenden Arbeitstempo. Zur Operation Zitadelle liegen in Paderborn eigentlich leider erstaunlich wenig Unterlagen, also dass da die Akten so gut wie gar nicht weiterhelfen. Es gibt da einige wenige sozusagen Materialien, die sich am Rande mit dieser Operation befassen, aber dass wir da jetzt einen großen Bestand haben, das kann ich nicht bestätigen. Dann noch eine kleine Erwähnung, auch in Hinsicht auf die Frage von Frau Penter. Es wäre natürlich auch hilfreich, immer dann noch die Bestände der zum Abgleich der außerordentlichen Untersuchungskommission beim Staatsarchiv der Russischen Föderation hinzuzuziehen. Die haben wir bereits digitalisiert. Da warten wir jetzt quasi auf die Bearbeitung, um diese Unterlagen auch ins Netz zu stellen. Also damit dann wird dann noch ein weiterer, sagen wir mal, wichtiger Baustein vorhanden sein, mit dem man dann sozusagen verschiedene Überlieferungen auch abklären kann und dann entsprechende Fragen beantworten kann. Und noch abschließend noch eine kleine Bemerkung zu dem Hinweis von Frau Weber. Das findet sich natürlich auch später bei Himmler. Also der Himmler sagt ständig, guckt euch mal die Russen an, wie gut sie das machen, wie gut sie sich tarnen, wie gut die Stellungen bauen. Wir können da gar nichts. Und das finden wir also bei Himmler laufend, dass immer wieder sozusagen auf die Überlegenheit der Sowjetunion auf dieses viel radikalere System verwiesen und guckt, was die machen. Wir sind dagegen im Prinzip Waisenknaben und wir müssen genauso radikal, genauso brutal werden, glaubt der Himmler, und dann wird sich irgendwie der Kriegserfolg einstellen. Das dürfte sich natürlich nicht ein, weil auch Himmler sozusagen dann als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Weichsel nur noch herumdilettieren kann und auch kein Konzept überhaupt entwickeln kann, wie man diese Rote Armee von dem träumt sie aus, das funktioniert ja gar nicht. Weil auch die sozusagen Professionalität danach lässt. Soweit die Ergänzung von der Datscha. Wunderbar, lieber Herr Uhl, toll, dass das alles so geklappt hat. Ich darf Ihnen allen ganz herzlich danken, die uns zugehört haben, hier in Lüneburg, in Moskau, in der russischen Provinz, hier auf dem Podium. Vielen herzlichen Dank, Herr Uhl, für Ihre Ausführungen. Nochmal ganz herzlichen Dank für dieses Projekt. Wir werden uns alle an den entsprechenden Stellen für eine Ressourcenerhöhung des DRI Moskaus einsetzen. Wir haben die Bedeutung dieses Projektes an hoher und höchster Stelle, werden wir das versuchen. Das ist wirklich eine tolle Sache. Nochmal ganz herzlichen Dank. Und danke an die beiden Doktoranden, denen wünschen wir zeitnah einen guten Abschluss ihrer Projekte. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit und wir haben jetzt eine Mittagspause, die ein bisschen kürzer ist. Aber die ich wollte nur noch ganz kurz die Gelegenheit nutzen, auch noch den Kollegen in Zamo zu danken, weil die sind heute leider nicht dabei. Und nochmal ein ganz, ganz herzliches Danke auch an unsere russischen Partner und an das Verteidigungsministerium und vor allen Dingen die Leute im Zamo, die mit viel Herzblut an diesem Projekt arbeiten, das auch
überhaupt möglich gemacht haben. Kriegen jetzt einen Applaus von uns nochmal. Das möchte ich auch nochmal sozusagen gegenüber der Kommission vermitteln, dass auch die Kommission nochmal dem Verteidigungsministerium wirklich einen Dank ausspricht, dass das trotz der vorhandenen politischen, nicht einfachen Situation so reibungslos funktioniert. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank.